Hallihallo, liebe Individualisten, und herzlich willkommen zu einem kleinen Ausrüstungstest-Video. Konkret geht es um dieses Kochgeschirr hier, das Camel Wheel Camping Pan Set. Heißt in Amazon ein bisschen anders. Ich tue euch den Link unten in die Videobeschreibung rein. Ist ein achteiliges Outdoor-Kochgeschirr-Set. Theoretisch für zwei Leute. Ich denke, für einen ist es okay, aber für zwei Leute würde ich dann doch ein bisschen was Größeres nehmen wie das. Aber das ist schon ganz gut, weil es ist recht billig. Kostet so aktuell so um die 22 Euro, glaube ich, bei Amazon. Und ist Edelstahl, was eigentlich mit ein Grund dafür ist, warum ich mir das gekauft habe. Weil ich habe meinen Spirituskocher, den Trangia Mini, den ich heute auch mit dabei habe zum Testen nachher für das Geschirr, ist ja eigentlich ein kleiner Topf und eine kleine Pfanne dabei. Das ist aber aus Aluminium und bin ich persönlich jetzt nicht so der Freund davon. Ist natürlich schön leicht und so, aber ja, weiß nicht, wer vielleicht von euch das schon gehört hat, aber so Aluminium steht ja so ein bisschen im Verdacht, auch so gerade Aluminium-Ionen, dass das nicht ganz so gesund ist. Und die würden ja beim Kochen frei werden. Dementsprechend ist mir der Edelstahl einfach ein bisschen lieber. Und ich habe es relativ lang gesucht nach einem kompakten Edelstahlgeschirr, das soll recht klein sein und deswegen damit auch leicht relativ, aber eben trotzdem aus Edelstahl. Das war so ein bisschen mein Anspruch. Ich habe das da jetzt gefunden, habe mir das gekauft, war recht zügig da, wird von Amazon direkt versendet. War glaube ich in 2 oder 3 Tagen war das da, wie üblich bei Amazon, also von dem her tadellos. Ja, und ich würde sagen, wir machen jetzt ein bisschen so ein kleines Unboxing. Und dann werden wir uns einen Tee kochen. Ich habe einen Erdbeertee mit, haben mir jetzt vorher noch ein paar Brombeeren gebrockt. Die sind jetzt gerade bei uns da reif, die sind schon fast ein bisschen drüber, also teilweise schon eingetrocknet. Und ich würde sagen, ich hole euch jetzt mal ein bisschen näher ran und dann packen wir das mal aus. So, wir haben jetzt hier dieses Geschirr, ist verpackt in einem kleinen kompakten Karton. Ich mache das jetzt einfach mal auf. Und hier kommen schon mal die beiden Kaffeetassen zum Vorschein. Ist alles nochmal in Kunststoff eingepackt, was ich persönlich jetzt nicht so schön finde. Also ich finde, diese Kunststoffverpackungen, diese Plastiksackeln hätten sich können sparen. Aber okay. Ist halt so, ich packe das da jetzt mal aus. Die Tassen sind jetzt nicht allzu groß, muss man sagen, sind auch zu klein, dass ich die direkt auf den Kocher stellen könnte, vom Durchmesser her. Auch insgesamt relativ klein, aber das ist halt insgesamt das ganze Geschirr recht kompakt gehalten. Genau, aber dafür ist es eben auch leicht. Und für einen, denke ich, ist das okay. Ich persönlich brauche jetzt die Tassen nicht unbedingt, weil ich würde den Tee zum Beispiel auch direkt aus dem Topf trinken. Aber ist okay. So, was wir jetzt dann als nächstes haben, sind die Töpfe. Und hier noch so ein Stoffsack, wo man also das Ganze dann einpacken kann, um das dann eben mit diesem Stoffsack in den Rucksack zu tun. Ich denke, den kann man auch für andere Sachen verwenden. Also ich denke da jetzt so zum Beispiel an Schmutzwäsche oder solche Sachen eher, weil das Geschirr selber würde ich einfach so in den Rucksack stecken. Aber ist, denke ich, ein ganz nettes Feature noch mit dazu. Genau. Dann kommen wir als nächstes zu den Töpfen. Wir haben da mal so eine Pfanne. Die sich auch recht schön da drauf stehen lässt alles, also das ist immer, ja, zum Braten. Wir haben dann hier nochmal zwei Teller, die
ja, also ich würde sie eher als Untertassen bezeichnen. Von der Größe her, also sie sind wirklich nicht größer als eine normale Kaffee-Untertasse. Da muss ich ganz ehrlich sagen, also die würde ich tatsächlich daheim lassen. Also da sehe ich jetzt nicht wirklich den Sinn drinnen, das mitzunehmen. Ist zwar ein ganz nettes Gimmick, aber ich glaube, als Teller nicht wirklich brauchbar. Man kann dann vielleicht einen Salat oder was reintun oder irgendwelche Beilagen oder sowas in die Richtung. Kann man da vielleicht mal machen, aber als Teller, denke ich, ist es jetzt nicht so wirklich geeignet, meiner Meinung nach. Aber das ist okay, das ist, ja. Ja, dann haben wir nochmal zwei Töpfe. Der größere Topf, denke ich, ist jetzt so für eine Person ganz gut. Das ist, denke ich, der, den ich wahrscheinlich am häufigsten mitnehmen werde. Weil der einfach vom Füllvolumen her ist das eigentlich das, was man zum Kochen dann selber wirklich wahrscheinlich nehmen wird. In den meisten Fällen. Und dann noch der kleine Topf, auch nochmal mit Deckel. Der kleine Deckel hat dann allerdings keinen Griff, weil er einfach zu niedrig ist. Ja. Aber man kann dann trotzdem irgendwie zum Warmhalten oder was, oder das einfach dann zudecken. Das Ganze lässt sich auch recht schön stapeln. Man hat das ja schon vorher gesehen, wie ich es rausgenommen habe. Also ich kann das wirklich schön alles ineinander stellen und dann zumachen. Das heißt, man kann dann schon den kleinen Topf auch mitnehmen, wenn man jetzt vorhat, vielleicht ein bisschen mehr zu machen. Man sieht auch, also das lässt sich dann da auch schön anklappen und dann ganz einfach aufmachen. Was hier ein bisschen fehlt, und das denke ich, ist auch in den Amazon-Rezensionen auch mit drinnen, ist die Möglichkeit, dass man hier diese Griffe aneinander fixiert. Das heißt, wenn ich hier zusammendrücke, klappt das einfach so ein bisschen zusammen. Aber ich denke im Großen und Ganzen, also wenn ich dann bewusst hier hinten einfach mit dem einen Finger das halt, funktioniert das eigentlich ganz gut. Genau. Gut, das wäre es vom Inhalt her. Ich werde mir nachher zum Probieren den großen Topf nehmen. Werde mir hier dann ungefähr einen halben Liter Wasser reintun. Werde mir meinen Tee kochen. Werde den dann auch gegebenenfalls vielleicht in eines von diesen Bechern in die Tassen umfüllen, um einfach da ein bisschen nochmal zu probieren. Genau. Den Rest werde ich dabei wegpacken. Brauche ich jetzt dabei nicht. Und ja, ich hole mir jetzt dann noch mein Wasser und ein Feuerzeug, um den Kocher anzuzünden. Und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. So, ich habe jetzt alles da. Hier habe ich mein Wasser, meinen Topf, meine Tasse, mein Feuerzeug. Und da haben wir unseren Spirituskocher. Das ist der Trangia Mini, ein recht bekannter Kocher, der wirklich gut funktioniert. Und ja, ich werde ihn jetzt einfach mal anzünden. Jetzt erstmal das Wasser da ein bisschen weg vom Regen. Es regnet nämlich immer wieder zwischendurch ein bisschen. Was aber dem Kocher im Normalfall keinen Abbruch tut. Was ich jetzt immer mache, ist, ich hole mir da immer so ein bisschen Spiritus an den Rand raus, damit er da ein bisschen verdunstet. Dann zündet nämlich der Kocher ein bisschen besser. Habe ich die Erfahrung gemacht. Ich stelle den Kocher dann wieder da rein, dass nichts passieren kann. Und zünde jetzt einmal den Kocher an. Okay, das ist mal wieder Vorführeffekt, ne?
Gut, wir machen es nicht mit dem Feuerzeug. Ist kein Problem, deswegen hat man immer ein bisschen Reserve mit. Ich nehme also meine Streichhölzer zur Hand, die ich auch mit habe. Ist ja kein Problem. Also das ist immer, man sollte immer mehrere Feuerquellen mit haben. Das So, jetzt brennt er. Man sieht die Flamme nicht, aber man spürt die Wärme. Also angebrannt ist er, gezündet hat er. Es dauert jetzt ein bisschen, bis der Kocher tatsächlich zum Kochen anfängt. Das ist nämlich bei den Spirituskochern so, dass die tatsächlich dann der Spiritus auch zum Kochen anfängt in dem Kocher und dadurch eigentlich erst so richtig die Hitze entwickelt. Und das dauert ein bisschen. In der Zwischenzeit kann man immer wieder kontrollieren, so ein bisschen die Hände auf die Seite. Solange noch die Wärme rauskommt, weiß man, er brennt noch. Ich tue jetzt mal in der Zwischenzeit schon mal Wasser rein. Man hört es auch, also es zischt, wenn ich es rein tue. Also der Kocher brennt, ganz offensichtlich. So, das mag jetzt ungefähr ein halber Liter sein. Ich habe natürlich jetzt keinen Messbecher zur Hand, aber ich denke, das ist jetzt im Großen und Ganzen auch nicht wirklich notwendig. Ja, Kocher brennt. Ich hole mir jetzt gleich noch mal den Deckel von dem Topf, damit man das Ganze abdecken können, einfach damit das Wasser schneller warm ist, schneller kocht. Kann man das dann in der Zwischenzeit einfach zudecken, kann man einfach da drüber legen. Und ja, das werden wir jetzt einfach mal sich selbst überlassen, eine Zeit lang. Und ich hole mir in der Zwischenzeit noch meinen Tee und die Brombeeren, das tue ich dann alles rein. Und ich hole euch dann wieder dazu, wenn das Wasser soweit ist. So, da bin ich wieder. Ein paar Minuten später, das Teewasser kocht. Ich mache da mal kurz auf. Kocht richtig gut. Also der Spirituskocher, der ist schon gar nicht schlecht. Genau. Ich werde das jetzt noch kurz ein bisschen kochen lassen. Auch die Brombeeren, die frisch gepflückten, die zerkochen sich schön. Gibt sicherlich nochmal ein schönes Aroma dazu. Kocht richtig gut. Ich hoffe, man sieht das ein bisschen. Genau. Funktioniert echt richtig gut. Ich lasse das jetzt noch ganz kurz ein bisschen kochen, um einfach nochmal das Aroma rauszukriegen. Also das fängt richtig, richtig schön zum Kochen an da drinnen. Und hier habe ich dann schon mal meinen Deckel zum Ablöschen vom Kocher. Den habe ich natürlich immer ganz in der Nähe liegen, wenn irgendwo was ist, dass ich den Kocher sofort ablöschen kann. Ich habe auch immer ein bisschen Restwasser drinnen, um rundherum einfach zu schützen, wenn irgendwas passieren sollte. Das ist immer ganz wichtig. Vorher natürlich schauen, dass man einen Platz hat, wo möglichst nichts brennen kann rundherum. Und ja, dann würde ich sagen, der Tee ist schon richtig schön dunkel, durchgekocht. Dann
werde ich das Ganze mal vom Ofen nehmen. Die Griffe, ja, werden warm, aber es ist okay. Kann man angreifen. So, Kocher ist ausgelöscht. Wunderbar. Ich stelle den Topf wieder zurück. Also eher hinten nehmen. Vorne werden die Griffe nämlich schon ganz schön warm. Aber hinten, also wenn man es so nimmt, kann man wirklich schön nehmen. Ist okay. Verbrennt man sich dann auch nicht die Finger. So. Mein Tee ist fertig. Schön gekocht. Wunderbar. Und genau das Richtige jetzt bei den Temperaturen. Wunderbar. Ja, dann Probe aufs Exempel. Ja, auch das Umfüllen funktioniert ganz gut. Naja, dann würde ich sagen, Test erfolgreich. Ich werde dann vielleicht irgendwann nochmal ein Video nachreichen, wo ich dann eine Kleinigkeit noch in dem Geschirr drinnen kochen werde. Um einfach auch da nochmal so ein bisschen einen Eindruck euch zu geben von der Praxistauglichkeit. Ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden. Es hat sehr, sehr schnell gekocht. War wirklich ein paar Minuten wunderbar. Und ja, jetzt werden wir dann noch schauen, wie das alles zum Reinigen geht. Das mache ich aber dann daheim. Da hole ich euch dann nochmal kurz dazu. Und ja, ich würde sagen, ich lasse mir jetzt mal den Tee schmecken. Prost, Leute! Wirklich sehr warm. Frisch gekocht. Noch ein bisschen auskühlen lassen. Ja, an der Stelle würde ich sagen, mache ich jetzt mal einen Cut und räume dann, wenn ich dann meinen Tee getrunken habe, alles zusammen, mache mich wieder auf den Heimweg und dann schauen wir uns dann an, wie sich das Zeug reinigen lässt. Bis dann! So, wieder zurück daheim. Ich habe jetzt hier mein Geschirr mit, was ich gebraucht habe. Und wir werden uns das jetzt einfach mal genauer anschauen. Genau, wir sehen jetzt hier schon natürlich einiges an Resten noch drinnen vom Tee kochen. Wir sehen auch da jetzt noch einiges, was jetzt einfach noch in den Mistkübel wandern wird. Und ich werde es jetzt einfach mal auswischen, ohne großartig irgendwo was zu machen. Also ohne dass es irgendwie auszuschwemmen oder sonst irgendwas. Ich tue das jetzt einfach in den Mistkübel. Ich mische das mal ganz kurz aus. Und man sieht jetzt schon, es ist noch einiges drinnen, aber das meiste davon lässt sich wahrscheinlich jetzt rauswaschen. Das werde ich jetzt auch gleich mal kurz tun, um einfach mal den gröbsten Schmutz heraus zu haben. Genau, man sieht es eigentlich schon. Ja, eigentlich schon ganz gut. Also eigentlich wirklich Schmutz ist jetzt eigentlich keiner mehr drinnen. Genügt eigentlich jetzt einfach kurz ein bisschen rauswaschen. Passt. Was ich auch noch kurz zeigen möchte, ist die Unterseite des Topfes, weil man sieht, ich hoffe man sieht es in der Kamera auch, es ist so leicht ein bisschen gelb, blau verlaufen, man nennt das, die Techniker nennen das auch Anlassfarben. Das ist aber normal beim Stahl, also der verfärbt sich einfach. Das ist, wenn er warm wird, dann kommt es dann einfach zu Gefügeänderungen im Stahl.
geringfügigen, und das sind dann einfach diese Farben. Es ist natürlich so, dass die Flamme vom Spirituskocher sehr heiß wird, die brennt sehr heiß, es ist eine blaue Flamme, brennt sehr heiß, und dementsprechend wird natürlich auch das Material thermisch ziemlich stark beansprucht, und dadurch kommt es dann eben zu diesen Anlassfarben, zu diesen Gelb- und Blauverfärbungen. Ist es vielleicht optisch nicht sehr schön, nicht sehr ansprechend, tut aber dem Material gar nichts. Also es passiert da gar nichts, ihr braucht ja keine Angst haben, dass da jetzt irgendwie was passiert. Man sieht auch, auf der Innenseite hat der Topf das eigentlich gar nicht. Es ist wirklich nur außen, an der Außenseite, man sieht es natürlich einfach da, wo die Flammen einfach hinkommen, auch da an der Seitenwand etwas hoch, kommt es einfach oberflächlich zu dieser Gefügeänderung und dadurch eben zu diesen Anlassfarben. Tut dem Material gar nichts, ist absolut harmlos, und werdet ihr bei jedem Kochtopf, auch beim teuersten Kochtopf, beobachten können, wenn ihr den auf einer Flamme stehen habt. Gaskocher zum Beispiel, daheim Gasherd, macht genau das Gleiche. Ja, das verfärbt sich einfach, das ist aber ganz normal, ist nichts Böses, tut dem Material gar nichts. Von dem her muss ich sagen, jetzt auch von der Reinigung her bin ich eigentlich sehr zufrieden. Wie gesagt, ich brauche jetzt eigentlich gar nicht viel Spülmittel oder irgendwas nehmen, sondern ich gehe jetzt einfach mal her, wische das einfach aus. Man muss natürlich dazu sagen, der Tee hat natürlich jetzt eigentlich praktisch kein Fett beinhaltet, weil das war ein Früchtetee. Das heißt, ich habe da jetzt nichts irgendwie mit Fett oder so drinnen gehabt, was ich jetzt mit Wasser alleine nicht rausbekommen würde. Dementsprechend kann ich das natürlich gut jetzt hier alles mit Wasser einfach reinigen. Der Löffel ist übrigens nicht dabei, also der ist von einem anderen Camping-Skier, den habe ich jetzt noch so dabei. Aber auch die Tasse, überhaupt kein Thema, also die habe ich vorher schon kurz mit Wasser mal ausgespült, auch mal einmal noch kurz auswischen, passt. Deckel im Prinzip genauso. Und der Deckel, also der ist auch nicht auf der Flamme direkt gestanden, also der hat auch entsprechend diese Verfärbungen nicht. Genau. Ja, und damit ist eigentlich die ganze Reinigungsaktion von dem Geschirr jetzt fürs Erste auch schon wieder beendet. Wie gesagt, natürlich wird sich das ein bisschen anders verhalten, wenn man mit Öl oder sonstigem Fett irgendwie was macht. Dann wird es schon dazu kommen, dass man vielleicht mal ein bisschen Seife oder Spülmittel braucht, um einfach das Fett dann wieder rauszubekommen aus dem Geschirr. Aber ansonsten eigentlich tadellos. Wir werden das Ganze jetzt trocken wischen und uns dann nochmal anschauen, wie das Material jetzt dann aussieht, wenn es wieder trocken ist. Genau. Ja, eigentlich soweit tadellos, muss man sagen. Was schon der Fall ist, es sind so ein paar Kratzer jetzt ein bisschen drauf, oberflächlich und sowas, es ist nicht mehr so schön poliert, ist aber auch klar. Ich habe das in der Wiese stehen gehabt, habe das damit herumgetan. Das ist aber okay, das sind jetzt einfach Gebrauchsspuren, die normal sind. Was man jetzt auf der Innenseite sieht, ist einfach ein bisschen von unserem kalkhaltigen Wasser, dass sich da einfach ein bisschen was abgesetzt hat. Das ist jetzt aber auch überhaupt nichts Tragisches. Könnte man natürlich jetzt mit Spülmittel und so weiter rauskriegen, wäre jetzt nicht das große Thema, finde ich persönlich jetzt aber nicht wirklich notwendig, weil das stört mich eigentlich nicht, wenn da so ein bisschen was drinnen ist. Mich persönlich stört das jetzt nicht, wie gesagt, also das ist halt wie bei jedem Stahlgeschirr, ja, das muss man halt dann nochmal wirklich polieren und so weiter und so fort. Kann man sich natürlich antun, wenn man das möchte, ja, das ist kein Thema, aber ich brauche das jetzt nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das muss aber dann wirklich jeder für sich selber wissen, wie er das machen will, wie er das handeln will. Ich, wie gesagt, brauche es nicht. Ja, eigentlich soweit, ganz wunderbar. Ich muss sagen, auch von der Reinigung her, absolut zufriedenstellend. Gute Sache. Hat wunderbar funktioniert heute dieser Test. Und ja, ich muss sagen, erstes Fazit,
von dem Geschirr. Ich bin sehr zufrieden damit. Ich werde sicherlich jetzt noch ein bisschen weiter testen. Ich werde das eine oder andere noch drinnen kochen. Ihr werdet das also sicherlich noch das eine oder andere Mal im Einsatz sehen. Und ja, dann würde ich sagen, packe ich das Ganze schon mal weg und wünsche euch einen schönen Tag, Abend, Nachmittag, Morgen, was auch immer, wann auch immer ihr euch das anschaut. Und hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei. Bis dann, Leute. Ciao, ciao.